Inflation, 10-Jahres-Hoch, keine Sorge, Fleisch, Obst, Brot und Co. teurer. Hallo, wie ihr seht, recherchiere ich gerade für mein Referat über die Marktwirtschaft und die Begriffe Inflation und Deflation. Und ich konnte schon einiges herausfinden. Unter dem Begriff Inflation wird der dauerhafte Anstieg des allgemeinen Preisniveaus verstanden. Das heißt, unser Geld wird weniger wert. Das betrifft auch alle Ersparnisse und die Kaufkraft sinkt. Im Gegenzug sind die angehäuften Schulden auch weniger wert. Waren und Dienstleistungen werden teurer und das hat verschiedene Gründe. Erstens, die Nachfrage übersteigt das Angebot. Und zweitens, Produktionskosten wie Rohstoffe oder Löhne steigen. Nehmen wir an, dass wir vor Jahren einen mittleren Becher Cola um 1 Euro bekommen haben. Jetzt würden wir den gleichen Becher Cola aber um 1 Euro und 20 Cent bekommen, eben aufgrund der Inflation. Unter dem Begriff Deflation wird der Rückgang des Preisniveaus verstanden. Dadurch steigt mit dem Wert des Geldes auch die Kaufkraft. In dieser Zeit können wir uns um das gleiche Geld einen großen Becher Cola leisten. Die Folge ist, dass die Preise am Markt sinken und Verbraucher abwarten, in der Hoffnung, die Produkte oder Dienstleistungen so günstig wie möglich kaufen zu können. Das bedeutet, dass Güter nicht schnell genug verkauft werden können und Unternehmen nicht weiter investieren können. Entlassungen sind die Folge. Weder Inflation noch Deflation sind für den Markt gut. Die Europäische Zentralbank übernimmt daher die Kontrolle über das Geschehen. Ziel ist, den Anstieg des harmonisierten Verbraucherpreisindex für das Euro-Währungsgebiet bei unter 2% gegenüber dem Vorjahr zu halten. Für die EZB sind vor allem Faktoren wie das Wirtschaftswachstum, der Ölpreis und die Menge an Geld, die im Umlauf ist, entscheidend. Warum der Becher Cola jetzt teurer oder günstiger wird, liegt daran, in welcher Phase sich der Markt befindet. Tja, das war's jetzt von meiner Seite. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder.